schönen guten Morgen zum 12. Tag unserer Radtour von Nürnberg über München nach Venedig. Ja, wir waren hier in dieser schönen kleinen Pension mit einem ganz tollen Frühstück. 65 Euro, kann man nicht meckern. Zimmer mit Klimaanlage, war echt super. Auch wenn wir gestern noch ein bisschen warten mussten, bis wir hier reinkamen, aber das hat nichts gemacht. Ja, ist heute unser letzter Fahrtag nach Venedig, so hoffen wir mal. Es sind noch so 75 Kilometer, die wir haben. Und wir hoffen, dass wir das heute schaffen. Das Wetter ist heute ein bisschen bewölkt, ist uns ganz recht. Und schauen wir mal, ob es trocken bleibt. Wir freuen uns auf unseren letzten Tag hier auf der Tour. Bis dann. Auf geht's. Wir sind wieder zurück auf der Tour. Es ist jetzt 8.54 Uhr. Mal sehen, wann wir heute ankommen. Etwas niedrig, der Tunnel hier. So, da muss ich jetzt mal kurz absteigen. Hier wird jetzt gerade eine neue Autobahn hier gebaut, auf der Seite da. Und im Bikeline wird auch darauf hingewiesen. Da muss man jetzt mal gucken, wo wir da irgendwie drunter durchkommen. Aber hier scheint es eventuell eine Unterführung zu geben. Hier vorne, genau. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Autobahn. Das muss ich aber erstmal runterschalten. Das sind bestimmt solche Bewässerungsgräben hier, oder? Ja, ja. Ja. Links! Jawohl! Meldet euch Herrn Fröhlich, die auf links! Hier wachsen Kiwis. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, da hängen Kiwis dran. Nie gesehen sowas, ne? Nee. Wie die wachsen. Oh, ein Volksfest hier. Kirmes. Wie heißt das in Italien? Wir haben Villorba mal wieder verlassen. Sind wir jetzt schon zweimal durchgefahren irgendwie. Der Originaltrack, den wir ja fahren, der nimmt ja hier. Der geht ja laut, hat ja so einen Zickzack-Kurs hier fast. Jetzt muss ich ja erstmal schauen. Nach links müssen wir. Ja, die Strecke, die schlägt hier quasi so Haken. Naja, was soll's. Wir sind in Treviso. Schöne Stadt ist das. Claudia, dem Radweg nach.
geht's lang. Ja, hier sind wir in Treviso. Und hier beginnt jetzt der letzte Abschnitt unserer Tour nach Venedig. Jetzt sind es noch so knapp 50 Kilometer, 47 glaube ich. Ja. Weiter geht's nach Venedig. Wir schieben hier natürlich. Der kulturhistorische Teil des Tages ist damit abgeschlossen. An dieser Stelle weichen wir mal ein klein wenig von der originalen Routenführung ab. Da sparen wir uns 2-3 Kilometer. Bleiben hier auf der Straße. Jetzt geht es weiter hier am Fluss entlang. Mittlerweile ist es 10 vor 12 und wir haben 40 Kilometer geschafft. Also schon mal über die Hälfte. Wir sind in Quarto d'Altino. Vielleicht könnte man hier irgendwo einkehren. Das wäre nicht schlecht. Oder ein kaltes Getränk sich holen. So, hier machen wir nochmal eine kurze Rast. Trinkpause, nochmal ein bisschen was essen. Weit ist es jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt hier noch eine Eisdiele entdeckt und jetzt wollen wir uns auch noch mal ein Eis gönnen. Zeit haben wir ja. Die Eisdiele hat leider zu. Dann müssen wir ohne Eis weiter. Pech gehabt.
Es ist nicht mehr weit bis Mestre. Und dann sind wir da. Dann haben wir es geschafft. München, Venezia. Nürnberg bis Venezia. Ja, für uns ja noch weiter. Genau. Genau. Aber schön. Ja, schön war es, kann man jetzt schon sagen. Ja, mal schauen, was wir uns für den Rückweg einfallen lassen. Genau, da schauen wir mal. Wir haben ja noch lange Urlaub. Genau, noch anderthalb Wochen. Ja. Wir haben noch mal geschaut, sind jetzt für uns noch, sollen es noch 7 Kilometer nach Google Maps sein. Wir wollen hier auf den Campingplatz Rialto. Da wollen wir es mal probieren. Und ja, der eigentliche Trek führt ja hier zum Bahnhof in Mestre durch die Stadt. Das wäre noch aber mal ein riesiger Umweg. Deswegen werden wir vorher den Trek schon mal verlassen und direkt den Campingplatz da ansteuern. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ach, von wegen. Geht die ganze Strecke hier links rum. Da hinten sieht es schon wieder ganz schön düster aus. Wir hoffen, dass wir das aber nicht abkriegen. So. An dieser Stelle verlassen wir den offiziellen Trek. Wir sind hier in Farfaro Veneto und fahren jetzt hier die Straße runter in Richtung Campingplatz. Ja, wohl hoffentlich vor dem drohenden Gewitter. Wir sind gleich da. Camping Rialto. Camping. Wir sind da. Geschafft. Es ist wie immer. Claudia und Silke machen die Anmeldeformalitäten. Wir werden jetzt hier höchstwahrscheinlich 2 Nächte bleiben, machen morgen mal so einen Pausentag nochmal, ganz entspannt und gucken dann mal weiter. Nach unserer Ankunft haben wir erstmal in aller Schnelle das Zelt aufgebaut und dann kam doch mal noch so ein richtiger Gewitterschauer hier runter. Ja, der ist jetzt vorbei, die Sonne scheint wieder und jetzt gucken wir mal, ob das Zelt abgesoffen ist. Naja, schaut noch ganz gut aus. Da bin ich gespannt, ob das innen noch trocken ist. So, wir haben es geschafft. Den Radweg München-Venedig von Nürnberg aus sind wir gefahren. Jawohl. 760 Kilometer waren es in 12 Tagen. Ja, schön war es, ne? Sehr gut. Ja, hat uns gut gefallen. Das erste Mal ja zu viert gefahren mit Silke und Pitt, das hat auch gut geklappt. Ja. Ne, wir sind, am Ende waren wir immer wieder zusammen, ein bisschen gewartet aufeinander und so haben wir das echt gut geschafft. Das ist ein ganz toller Radweg München-Venedig, Dolomitenradweg, herrlich, die Aussichten, richtig klasse, waren wir begeistert. Ne, und es hat uns, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Ja, so ist es. Ja, was soll man da immer noch groß sagen? Am besten einfach mal selber fahren, diesen Radweg. Jawohl. Können wir nur weiterempfehlen. Genau. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz Rialto bei Mestre. Wir legen morgen hier einen Ruhetag ein und dann überlegen wir, vielleicht fahren wir ja noch mal ein bisschen weiter. Ja. Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. Genau. Also, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Thank you.
Thank you.